nicht die Ausstellung zu erkennen. Ja, aber muss ich sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei Platin TV hier in der Verbundesliga aus der 24. Runde begrüßen wir Sie. Wir beginnen mit der Aufstellung von SC Neusiedl am See. Im Tor spielt mit der Nummer 1 Siebenhandel Udo, der Kapitän, mit der Nummer 7 Kinzel Patrick, die Nummer 10 Kotschew Giovanni, die Nummer 11 Steinacher Sascha, die Nummer 12, Sengner Markus, die Nummer 13, Steiner Philipp, mit der Nummer 16, Kurz Philipp, mit der Nummer 17, Wodeka Maximilian, die Nummer 18 hat Weber Franz, die 20 trägt Gangl Daniel und die Nummer 28 Sinconia Marcel. Die Aufstellung von Austria Wien im Tor. Kos Mirko mit der Nummer 4, Stronati Patrizio mit der Nummer 5, Blaunsteiner Michael mit der Nummer 7, Okunakul Muhammed mit der Nummer 9, der Kapitän Frank Alexander mit der Nummer 11, Sakaria Manprit. Die Nummer 14 trägt Grünwald Alexander, die 20 Stark Marco, 21 Gassmann Jan, 24 Henker Florian und die Nummer 28 Bejic Marco. Wir kommen direkt zum Spiel, zur Formation. Die Austria Wien beginnt hier mit einem 3-4-3, mit einer 3-4-3-Formation, versucht das Ganze von Anfang an offensiv zu gestalten. Klar, eins muss man sagen, Neusiedl hat diese Saison keinen Druck mehr, wie Sie wissen, meine Damen und Herren. Es gibt keinen Absteiger, aber für Austria Wien, für die Zweitvertretung der Austria-Herren, ist es noch möglich, den Aufstieg mitzunehmen in die neue Ligareform, und da, diese Chance möchte man auf jeden Fall bis zum Schluss halten. Und aktuell schaut es auch ganz gut aus. Wenn man in die Startaufstellung der ersten Elf sieht von Austria Wien, etwas ungewohnt, es ist mit großer Erfahrung gespickt natürlich, im Kader Grünwald Alexander, der auch unter der Woche schon ein U18-Spiel bestritten hat, intern einen kleinen Fitnesstest hinterlegt hat und heute ist mehr oder weniger die Generalprobe gegen Neusiedl, wird voraussichtlich nur 45 Minuten spielen, aber meine Damen und Herren, es ist keine Beeinträchtigung für das Spiel am Wochenende. Auch da kann Grünwald Alexander auch auf der Bank schon Platz nehmen und in der Bundesliga spielen. Austria Wien steht hoch. Wie gesagt, in einem 3-4-3-System.
Ja, wer kann gefährlich werden für die Austria Wien hier auf Neusiedl-Seite? Auf jeden Fall hat man mit Kinzel Patrick mit seinem Linksfuß einen starken Mann, der immer wieder für gefährliche Szenen sorgt. Aber auch mit Weber Franz, ein ganz schneller Mann, der auch immer wieder Spiele entscheiden kann. Und wie gesagt, für Neusiedl geht es um gar nichts mehr. Ohne Druck können sie hier spielen. Es geht um, man steigt nicht ab, man kann ganz ruhig in die Rückrunde gehen. Und da bin ich gespannt, ob Neusiedl das hier auch so am Platz bringt. In der Hinrunde ging ja das Spiel an die Austria Wien auswärts mit 0:3. Ja, aber man muss auch sagen, Austria Wien ist jetzt nicht gerade die heimstärkste Mannschaft. Auswärts haben sie extrem viele Punkte geholt, stehen sie auch auf Platz 1, aber daheim lassen sie immer wieder Punkte liegen. Ja, und heute geht es daran, wie gesagt, den Anschluss nicht zu verlieren an die obere Tabelle. Da am Montag steht schon wieder das nächste Spiel an gegen Amstetten. Ziel ist es einfach, die ersten drei Plätze zu erreichen, um beim Aufstieg für die nächste Saison dabei zu sein. Also ein wenig Druck ist für die Jungs der Austria Wien noch vorhanden. Blaunsteiner Michael. Ja, Austria Wien setzt die Gäste unter Druck, versucht auch sofort den zweiten Ball auch wieder zu gewinnen. Ja, erste Chance von Sakaria. Ja, auch der junge Bursche, dieses Jahr einen Jugendvertrag abgeschlossen bei Austria Wien. Einer der Talentierten, die Zukunftshoffnung. Die letzten Wochen mit einigen Formtiefs, aber es ist ganz normal. Es ist ganz normal in diesem Alter, dass man nicht jede Woche auf Top-Level performt. Ja, leichte Probleme von Koss. Und da ist der junge Mann schon wieder am Platz. Ja. Und Siebenmandl löst das problemlos. Gut mitgespielt. Der Bruder auch von Siebenmandl, der aktuell bei Sturm Graz spielt, im Nationalteam debütiert hat. Ja, aber auch Udo Siebenmandl schreibt eine große Karriere, eine gute Karriere. Nur nebenbei ist er auch Lehrer in einer Schule, auch mit sehr viel Sport beschäftigt. Also am Vormittag ist er in der Sportschule Mödling beschäftigt und am Abend fährt er dann nach Neusiedl aufs Training. Also sein Tagesprogramm auch nur mit Fußball voll. Ja, etwas unter Druck gesetzt. Austria Wien bleibt im Ballbesitz. Geht über die linke Seite, war abseits verdächtig, ja, der Linienassistent erkennt das auch. Ja, schön zu sehen, beide Austria-Spieler bleiben recht hoch stehen. Somit wird ein flacher Spielaufbau unterbunden und Udo Siebenmandl muss den langen Ball wählen.
Oder der Ball auf Kost zurück. Neusiedl macht das gut. Setzt die Austrianer unter Druck. Und nun kommt. Ja, schön zu sehen. Frank bietet sich in der Halbposition an, wo zeitgleich mit der Nummer 5 Blauensteiner die Linie hinuntergeht. Auch Frank Alexander sicher einer der erfahrensten Spieler hier bei Austria Wien, mit, glaube aktuell mit 27 Jahren, auch der Kapitän der Mannschaft. Ja, in Spanien nennt man solche Spieler Rückgratspieler. Das sind diejenigen Spieler, die vielleicht für die Bundesliga, für ganz oben, nicht die Durchschlagskraft haben, aber für die zweite bzw. für die dritte Liga ein absolutes Top-Niveau haben und zeitgleich den jungen Spielern natürlich auch nicht nur beim Spiel, auch beim Training sehr viel Erfahrung und Ruhe mitbringen kann. Ja, Frank Alexander, bleiben wir gerade bei ihm, war auch 4 Monate verletzt, was ihm auf jeden Fall zugute gekommen ist. Die 2 Spiele, die am Anfang der Saison abgesagt wurden, nämlich da war er noch nicht fit und somit konnte er nahtlos in die Rückrunde starten. Also einer der wenigen Spieler, die profitieren von diesen Spielabsagen. Ja, schöne Spielverlagerung von Okunakul. Ja, bei Neusiedl auch hochinteressant, auch mit Philipp Kurz, ein Mann in den Reihen, noch ein sehr junger Mann, kommt ursprünglich von First Vienna Football Club aus dem Nachwuchsbereich. Sehr viele Rückschläge in seinem Leben, viele Verletzungen und auch Krankheiten, aber die letzten Monate wurde er einfach immer stärker und konnte in der Regionalliga aus Fuß fassen. Meine persönliche Meinung, dass noch absolut Luft nach oben ist, wenn er mal ein komplettes Jahr fit bleibt, der junge Mann. Wow, Okunakul macht das gut, überspielt, übertrippelt sofort eine Linie mit Tempo. Auch hier wieder bietet sich sofort an, offene Ballannahme, macht sofort Tempo. Ja, gute Aktion. Gute Aktion von Okunakul, der das Tempo-Dribbling sucht. Automatisch Frank kommt entgegen, zieht einen Gegenspieler raus. Und mit Nummer 24 Heinka geht in die Tiefe, wo auch der Pass dorthin kommt in den 16er. Eine gute Spielaktion. So, Siebenmandl wählt den langen Ball. Das gibt wieder das Kopfballduell im Mittelfeld. Ja, auch wenn einige verwundert sind, auch Stronati braucht natürlich, heute im Einsatz, braucht natürlich auch Spielpraxis, ist höchstwahrscheinlich natürlich am Samstag im Bundesliga-Kader dabei, aber gehört aktuell nicht zur Stammformation und sucht hier natürlich
im Amateurbereich seiner Spielpraxis. Ja, gut gelöst. Ja, Neusiedl tut sich etwas schwer, die spielerische Lösung aktuell zu finden. Viel mit langen Bälle, auch die einfachen Bälle wie Einwürfe kommen nicht hundertprozentig an und setzen sich, wird dann automatisch unter Druck gesetzt, klar. Also diese ruhenden Bälle müssen natürlich ankommen. Ja, auch wieder aus einem Outline-Wurf, der Ballverlust, das ist einfach zu einfach, das darf nicht passieren. Ja, schöner Ball in die Tiefe, automatisch zwei Abwehrlinien überspielt. Ein langer Ball, wo sich Neusiedl mal befreien kann, wo sie rausrücken können. Guter Ball von Wodeka. Mal gucken, was passiert nun. Den Abstoß. Neusiedl stellt zu, somit wird der lange Ball kommen. Klar. Kurz gewinnt das Zweikampfduell. Kinzel gewinnt wieder das Kopfballduell gegen Zakaria. Dann wollen sie es mal schnell machen. Kurz über Kinzel. Dann kommt der Ball in die Tiefe. Der aber zu ungenau. So, nun ist die spielerische Variante. Ah, hier muss er noch Tempo machen. Ja, der Raum. Segner. Wenn er hier noch in die Tiefe geht, wird nicht attackiert. Kann er zumindest eine Abwehrlinie übertrippeln. So, jetzt funktioniert es. Erster Ball nach vorn mitnehmen. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. War mal eine gute herausgespielte Aktion von Neusiedl. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell, Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Der Rückraum war frei, wenn er den Ball um die Ecke spielt.
Somit bleibt es auch beim 0:0 und kommt zu einem Eckball. Eine gute Flanke von Sakaria auf Frank, der kann den Ball nicht setzen, aber Austria nähert sich an. Ja, Neusiedl mit Raumdeckung bis zur eigenen Linie, bis zur eigenen Mittellinie. Und Frank kommt da, rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und es steht 1:0. Beginnt natürlich mit dem Aufbauspiel, wo drei Spieler schlecht stehen auf die Halbposition. Dann rutschen noch zwei Spieler aus und Frank nützt natürlich diese Aktion und lässt Ziebmandl keine Chance. Ja, ein recht schnelles Tor für Neusiedl. Geht die Taktik nicht auf, hier einmal länger zu Null zu spielen und dann am für die Zuschauer ist es natürlich gut, weil Neusiedl jetzt etwas mit einem offenen Visier das Spiel angehen muss. Aber wie gesagt, es ist eine recht angenehme Saison für Neusiedl. Es geht nicht um den Abstieg. Durch die neue Ligareform bleiben alle Mannschaften. Auch immer wieder schön zu hören für Schwächert natürlich und für Stadlau. Schwächert quasi die Unabsteigbaren mittlerweile. Das war Zeit. Ja, auch schön zu sehen, wird kurz abgespielt, die Spieler der Austria rücken ein paar Schritte nach vor. Schlecht geklärt von Kos. Ah, da muss er konsequenter sein, der junge Mann. Da gibt es kein Risiko mehr in dieser Zone. Es kommt wieder der lange Ball auf Sakaria. Diesmal gewinnt er das Kopfballduell.
Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Tut ihm natürlich gut. Philipp Pipo Kurz zum 1:1. Viele Spieler rutschen heute aus. Da einige vielleicht nicht mit geschaufte Spielen, mit Stollenschuhe. Wäre natürlich fatal, wenn es nicht so wäre. Eine lange Leidenszeit von der Wena zu Leobendorf in die Landesliga, von dort dann zu Neusiedl den Sprung in die Regionalliga gewagt. Auch mit Verletzungen wieder zu kämpfen. Auch das tut ihm gut heute, dieses Tor. Auch schon im jungen Nationalteam im Einsatz. Nur damals als Innenverteidiger, da dürften die Kollegen etwas anderes gesehen haben in ihm. Frank sichert den Ball. Einer der schlechteren Zuspiele von ihm. Ja, das machen sie gut, das Spiel in die Tiefe. Auch immer wieder anspielbar. Die Nummer 28 von Austria Wien, Marco Pejic in der Tiefe. Ball kommt zu Weber. Lass zurück, klatschen. Ja, gut und trocken gelöst, den Ball gespielt. Gibt Einwurf für Austria Wien. Blaunstein auf Sakaria. Er sucht das 1 gegen 2 Duell, verliert er den Ball. Aber setzt sofort nach. Und zieht das Foul an Steinacher. Kinzelt verlagert das Spiel.
kann eng werden für Siemandl, da hat er sich etwas verrechnet. Da muss er den ersten Kontakt nehmen, auch das weiß er natürlich jetzt. Diese ersten und zweiten Bälle gewinnen zumeist die Austrianer. So, dann geht's über die rechte Seite über Blauensteiner. Der sucht das 1 gegen 1 Duell. Spielt zurück auf Sakari, auf die Halbposition. Der flankt rein, eine super Flanke von ihm. Machen ein gutes Spiel dabei. Sakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, ja, da hat sich der Torhüter verletzt. Er wird nicht abgepfiffen. Ja, defensiv die Austria Wien, nicht immer sattelfest. Da bringen sie sich meistens selbst ein wenig unter Zwang mit Fehlpässen. Oder wenn sie Situationen dann unbedingt spielerisch lösen möchten, die nicht notwendig sind, spielerisch zu lösen. Ja, 31 Minuten gespielt, 1:1. Der Unterschied zwischen den ersten 10 Minuten bei Neusiedl ist, dass sie etwas besser ins Spiel gefunden haben, versuchen etwas mehr die spielerische Variante zu suchen, haben mehr Mut. Agieren nicht nur mit langen Bällen. Stark macht es jetzt trocken. Ja, Kinzel gewinnt das Duell. Da kommt der lange Ball mit seinem starken linken Fuß. Ja, da kommt Weber. Einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Und ich denke, es war Weber. Auch den, wie gesagt, vor dem Spiel angesprochen, diese drei Spieler. Weber mit seiner Schnelligkeit kann der Austria Wien wehtun, so wie Kurz. Und dann fehlt noch der dritte Mann. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich nehme mal an, dass es Weber Franz war. So, Sikone am Ball, schickt wieder Weber. Der steht aber in Abseits. Ja, nun ist das umgekehrte Spiel.
Austria muss nun reagieren. Nakul auf Stark. Ja, das ist ein Pressingball auf Okanako. Und das, so passiert es auch. Ja, da darf Stark Okanako nicht mehr anspielen. Vor allem nicht so. Austria-Wien verlagert das Spiel. Versucht jetzt wieder mehr Druck aufzubauen. Ja, Lahnsteiner verliert jetzt den Ball im 1 gegen 1 Duell. Zakaria schickt Frank. Neusiedl am Posten. Wieder Flanke an Lahnsteiner. Ein guter Ball, ein guter Schuss. Ja, 2 zu 2. 35 Minuten, 36 Minuten gespielt. Ja, wir sind hier im Torfestival. 35. Spielminute. Tor für die Jungfeuchen. Ja, und Torschütze ist die Nummer 21. Jan Gassmann. Jan Gassmann. Neuer Spielstand. Also die Austria- und Neusiedl-Fans kommen hier auf ihre Kosten. 4 Tore in 36 Minuten. Steiner spielt die Linie herunter. Ball ist weg. Grünwald. Pass in die Tiefe. Etwas in den Rückraum. So, und hinten steht die Dreierkette wieder formiert. Neusiedl bleibt in der eigenen Hälfte und versucht weiterhin ab der Mittellinie zu pressen. Frank lässt sich jetzt mal fallen. Geht bis zur. Ja, gut gemacht einmal. Auch Frank, dass er sich hier mal etwas tiefer anbietet und die Position wechselt.
stark findet Frank. Ja, auch wieder eines der vielen Kopfballduelle, die Austria für sich entscheidet. Gerade diese ersten und zweiten Bälle. Stark, schlecht geklärt. Kinzel zieht auf der linken Seite auf, wird aber übersehen. Ja, Grünwald versucht es mit der Hacke in die Tiefe zu spielen. Neusiedl zustellt, nimmt das Austria Wien die spielerische Variante im Aufbauspiel. Und Neusiedl zieht sich dann zurück. Guter Ball von Oka Nokal. Mit ein bisschen Risiko behaftet, aber hat funktioniert. So, jetzt muss es schnell gehen. Ja, gut. Kotschöpfer verschleppt das Spiel. Ja, das ist zu viel. Kinzel war auf der linken Seite frei. Da hat er den richtigen Moment zum Abspielen verpasst einfach. Und jetzt geht's schnell. Sakaria, lass klatschen. Kommt wieder. Ja, auf der Gegenseite haben wir natürlich diese Chance. Und auf der anderen Seite verliert man dann den Ball. Und Sakaria verpasst. Zentimeter das Tor zum 3:2 vor der Halbzeit. Wäre fast eiskalt bestraft worden, diese Situation von Neusiedl. Eckball nochmal. Wieder gefährlich. Ja, so einfach kann Fußball sein. Bringt Kotschev vorne diese Aktion zu Ende. Fahrt man hier den Konter nicht und haben auch keinen Eckball. Das sind kleine Dinge im Fußball, die oft auf hohem Level bestraft werden. Ja, Blaunsteiner gewinnt auch dieses Kopfballduell gegen Kinzel.
auch über Jahre einer der Leistungsträger bei Neusiedl. Kinzel mit seinem starken linken Fuß. Überhaupt in Neusiedl, wo vielleicht nicht die Platzverhältnisse gerade die besten sind, bringt er immer wieder mit seinen schnellen Dribblings und mit seinen Flanken den Gegnern, die Gegner zur Verzweiflung. Aber ein absoluter Teamleader. Noch feiner Kerl. So stark treibt noch einmal an. Es geht über Stronati. Ja, über die rechte Seite, Neusiedl etwas anfällig, überhaupt bei den 1 gegen 1 Situationen, was die Halbpositionen betrifft. Entweder muss sich hier der Sechser darum kümmern oder ein Innenverteidiger zumindest etwas mehr hochschieben, um hier in den Zweikampf zu kommen. Hier zieht jeder zurück und bleibt auf seiner Linie. Und dann wird es natürlich für die Austria Wien etwas einfacher. Also wie gesagt, die Lösung wäre entweder den Sechser hier zurückzuziehen oder der Innenverteidiger etwas hochzuschieben, sodass die Viererkette dann eine Dreierkette wird mit Absicherung. Aber hier, dann komme ich natürlich in den Zweikampf hinein. Austria Wien macht nochmal Druck. Neusiedl ist gut bedient, wenn sie mit den 2:2 nun in die Halbzeit gehen. Mal sehen, wie Austria Wien in der Halbzeit auch reagieren wird. Ich nehme mal an, dass Grünwald den Platz verlassen wird. Den Fitnesscheck hat er bestanden. So, Schiedsrichter Gabriel Gmeiner wird nun zur Halbzeit pfeifen, passiert auch so. Ja, die Zuschauer kommen hier auf ihre Kosten. Ein gutes Spiel mit 4 Toren. Wir können uns auf eine fantastische zweite Halbzeit freuen. Wie gesagt, Austria Wien wird in der zweiten Halbzeit noch alles versuchen, um die 3 Punkte hier zu lassen. Ja, wie gesagt, es geht um den einen Tabellenplatz unter den ersten 3. Ja, liebe Platin-TV-Freunde, ich wünsche eine schöne Halbzeitpause und wir hören uns dann wieder in der zweiten Halbzeit. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Zakaria. Da Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt da, rutschen 2 Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und es steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Zakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber, einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Der Flanke an Blauensteiner. Ja, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ja, 2:2. Komm,
kommt wieder. Leg mal nochmal. Wieder gefährlich. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Zakaria. Da Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt, dann rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Zakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber, einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Der Flanke an Blauensteiner. Ja, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ja, 2:2. Kommt wieder. Leg mal nochmal. Wieder gefährlich. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Zakaria. Auf Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt, dann rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Zakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber. Einer da. Ganz schnell. Und da ist das 2:1. Wieder Flanke. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Zakaria. Auf Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt, dann rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Zakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber, einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Der Flanke an Blauensteiner. Ja, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ja, 2:2.
wieder. Leg mal nochmal. Wieder gefährlich. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Sakario mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Sakario. Auf Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt da, rutschen zwei Spieler aus. Und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Sakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber, einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Wieder Flanke an Blauensteiner. Ah, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ah, 2:2. Kommt wieder. Leg mal nochmal. Wieder gefährlich. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Sakario mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Sakaria. Auf Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt da, rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen. Macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz. Ich habe es vorhin angesprochen. Gerade diesen Spieler. Sakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber. Einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Wieder Flanke an Blauensteiner. Ah, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ah, 2:2. Kommt wieder. Leg mal nochmal. Wieder gefährlich. Jawohl. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzel und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Sakario mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Sakaria. Auf Frank. Der kann den Ball nicht. Und Frank kommt da, rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und er steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen. Macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz. Ich habe es vorhin angesprochen. Gerade diesen Spieler. Sakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber. Einer da ganz schnell. Und da ist das 2:1. Wieder Flanke an Blauensteiner. Ah, ein guter Ball, ein guter Schuss.
Ja, 2 zu 2. Gut gespielt. Doppelpass mit Kinzler und Foul. Gewinnt das 1 gegen 1 Duell. Zakaria mit seiner Schnelligkeit. Und da wäre natürlich der Rückraum. Eine gute Flanke von Zakaria. Der Frank, der kann den Ball nicht. Und Frank kommt dann, rutschen zwei Spieler aus und Frank lässt sich das nicht nehmen. Und es steht. Ja, kurz nur den Ball, muss den Abschluss suchen, macht er auch. Und Tor. Tor durch Philipp Kurz, ich habe es vorhin angesprochen, gerade diesen Spieler. Zakaria. Und auf der rechten Seite Blauensteiner. Ja, da kommt Weber, einer da ganz schnell. Und da ist das 2 zu 1. Der Flanke an Blauensteiner. Ah, ein guter Ball, ein guter Schuss. Ah, 2 zu 2. Kommt wieder. Leck mal nochmal. Wieder gefährlich. Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Platin TV. Mein Name ist Dominik Vogelsinger. Ich freue mich, Sie begleiten zu dürfen durch die zweite Halbzeit. Hier im Verbund Akademie Austria Wien, Akademie zum Spiel Austria Wien gegen Neusiedl. Ja, es wird einen Doppeltausch geben bei Austria Wien. Ich nehme mal an, Grünwald wird aus dem Spiel gehen. Er hat seinen Fitness-Test bestanden. Und für Grünwald wird Sahin Türk Ali kommen. Und Bejic Marku wird auch das Spielfeld verlassen. Und für ihn kommt El Mokandir Anoa. Ja, wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen. Eine spielfreudige Austria Wien, die angriffstechnisch, also das Aufbauspiel, Übergangsspiel bis zu den Abschlüssen sehr gut macht. Wir haben eine effiziente Neusiedl gesehen. Ihre Angriffe optimal genützt hat. Ja, und somit steht es 2 zu 2. Und wir freuen uns auf den zweiten 45 Minuten. Mal sehen, was Austria Wien noch anzubieten hat. Auf die Nummer 19, auf Sahin Türk, bin ich gespannt. Der ehemalige Spieler der First Vienna. Nur Austria Wien muss halt echt aufpassen, gerade im defensiven Bereich. Und da ist er schon am Ball mit der Nummer 19, Sahin Türk. Es geht über Strunate zu Kraft, der kappt ab, wieder zu Strunate. Strunate zu Sahin Türk, der Donald Weber. Und Weber zieht das Foul. Freistoß für Austria Wien. Wie gesagt, Austria Wien muss halt aufpassen. Offensiv top, defensiv verbesserungswürdig. Wenn du ganz oben mitspielen möchtest, dann musst du aufpassen. Nicht alles spielerisch lösen, wenn es eng wird, wenn du unter Druck bist. Dann vielleicht mal den Ball wegschlagen und die Situation lösen. Nicht in Schönheit zu sterben. Das sind diese Tore, die sie immer wieder kassieren.
Aber wie gesagt, offensiv ist es immer wieder schön anzuschauen. Gassmann, den Outeinwurf. Ballverlust in der Mitte. Ja. Patrick Gregoria, neu im Spiel bei Neusiedl. Segner auf der rechten Seite mit einer Viererkette und Weber kommt diesmal übers rechte Mittelfeld, wo er natürlich vielleicht etwas besser aufgehoben ist mit seiner Schnelligkeit. Zakaria macht ein gutes Spiel. Das Glück des Tüchtigen, dass er hier nochmal auf den zweiten Ball kommt. Ja, gute Idee von Zahentürk hier durchzustecken zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Gassmann zieht nochmal das Out. Donati auf Kraft, der verlagert das Spiel. Ja, gute Spielerverlagerung von Zakaria auf Gassmann. Ja, und der Kapitän auch, Alexander Frank, immer noch im Spiel, wie gesagt, nicht zu vergessen, 4 Monate verletzt, hat sich damals in der Schulter verletzt gegen Rapid Wien bei einem Kopfballduell, hat fast keine Vorbereitung mitgemacht. Ja, man sieht, wie wichtig er ist, hier für die Zweitvertretung der Austria Wien. Ja, Neusiedl steht jetzt da um eine Linie tiefer, attackiert jetzt da schon 15 Meter innerhalb der eigenen Hälfte, bleiben in Raumdeckung und versuchen genau auf solche Fehler zu warten, um dann in den Konter zu gehen oder wie man heutzutage sagt, im modernen Fußball, in das Umschaltspiel. Aber wie gesagt, auch Neusiedl hat umgestellt auf ein 4-4-2. Aber man merkt natürlich die technischen Unterschiede pro Spieler, ist halt einfach Austria Wien technisch überlegen und das merkt man, spiegelt sich dann wieder im Spielverlauf, im 1 gegen 1, im Passspiel. Aber wie gesagt, auch Neusiedl hat seine Qualitäten.
Die Spielverlagerung von Sarıntürk. Ball kommt doch an. Wird der Ball durchgesteckt. Ja, Blauensteiner kommt. Kraft auf Stronate, der muss das Spiel jetzt schnell machen. Macht er auch, auf Sarıntürk. Der bringt neues Leben ins Spiel. Sucht immer wieder die 1 gegen 1 Situationen. Ja, auch Sarıntürk natürlich jetzt auch ein etwas anderer Spielertyp wie Grünwald. Ein Spielertyp, der gern das 1 gegen 1 sucht. Immer gern die direkte Linie Richtung 16er. Grünwald da ein bisschen anderer Typ. Sarıntürk auf jeden Fall auch ein Riesenpotenzialspieler für die Zukunft, für Austria Wien. Kurz am Ball. Kurz geht auf den Beinschuss, verliert den Ball, darf er so nicht machen, muss er sichern den Ball, jetzt muss er hier nach. So, ein Spieler. Ja, ausgegangen, der Fehler von Kurz hier, den Ball muss er einfach sichern. Ja. Und Sie hören es auch im Hintergrund, Segner ist nicht das erste Mal, dass er hier heute hier ausrutscht. Und Austria Wien. Kann aber den Segner versucht den Pass in die Tiefe zu spielen. Ja, Segner mit der Nummer 12 bei Neusiedl macht ein unglückliches Spiel, rutscht sehr viel aus, auch sehr viele Fehlpässe. So, nun geht es wieder über die rechte Seite. Versucht wieder das 1 gegen 1 Duell auf der Linie und versucht den direkten Abschluss ins kurze Eck und 7 Mandel zu. Aber wie gesagt, 7 Mandel auch mit großer Erfahrung. Lasst sich ja auch nicht überraschen. Locken hier die Neusiedler raus. Stark auf Stronati. Neusiedl bleibt in der eigenen Hälfte, steht tief in Raumdeckung. Weiß natürlich, dass Austria Wien diesen Sieg braucht.
Ja, es gibt Freistoß. Stark geht noch mit in die Position. Stark, Strunati. Zwei gute Kopfballspieler. Ja. Aber der Ball kommt nicht an. Ja, gefährlicher Ball. Ja, der junge Mann bringt neuen Schwung in das Spiel. Sieben Handel mit dem langen Ball. Weber gegen Sakaria und Sakaria ist der Sieger vom Duell. Der Ball lebt noch, ist noch im Spiel. Ja, Austria Wien natürlich mit mehr Spielanteilen, mit mehr Ballbesitz. Ja. Aber wie gesagt, Neusiedl nicht zu unterschätzen. Nutzen ihre Chancen eiskalt. Und wenn Austria Wien einen Fehler macht, dann sind sie da. So, jetzt einmal gehen sie mal in die Pressing-Situation, kommen aber nicht ran, weil in der Mitte die Nummer 17, Wodiczka, verpasst die Pressing-Situation. Ja, vorne der Stürmer von Neusiedl gut gemacht, auch auf der Seite gut angepresst. Aber wenn Wodiczka in der Mitte hier die Pressing-Situation verpasst, dann nutzt alles nichts, dann ist man offen. Das hat er verschlafen, diese Situation. Eckball kommt im Rückraum. Und Mukandir kommt zum Abschluss. Diese Bälle, wie gesagt, Neusiedl kann oder gewinnt keine ersten bzw. zweiten Bälle der Kopfbälle. So, und es beginnt wieder der Dreieraufbau. Dreieraufbau bedeutet mit einem äußeren Verteidiger mit Stark in der Mitte, der das zentrale Aufbauspiel einleitet und auf der linken Seite Strunati und einen abkippenden Sechser, in dem Fall mit Mukandir, der dann das Übergangsspiel einleiten sollte. Ja, macht ein Riesenspiel, Sakaria. Blaunsteiner entscheidet das Duell für sich, aber der Ball in die Tiefe kommt auf Frank nicht an. Ja, zieht das Foul. Kochev Giovanni macht das schlau hier und der Schiedsrichter pfeift es. Kommt auch nicht so richtig ins Spiel, Kochev Giovanni. Mir kommt immer so vor, wie wenn er zwei, drei Ballkontakte zu viel hat. Verpasst immer den Moment abzuspielen und wieder zu gehen. Etwas zu ballverliebt. Hier gewinnt er das Kopfballduell. Ja, wenn Kinzel hier den Ball kontrollieren kann mit seinem starken linken Fuß, kann es gefährlich werden.
Stranati löst es so, wie man es lösen muss, wenn man unter Druck ist. Ohne Spielerei. Humorlos. Na, Kraft macht es schlau, stellt den Körper hin. Bei einer leichten Berührung fällt er hin und natürlich lassen sich die Schiedsrichter das nicht nehmen. In England schaut die Welt anders aus. Da wird es nicht gepfiffen, da würden wir aus der Wäsche gucken. Steinacher, keine Anspielstation. Spielt retour. So, geht über Stegner, der keinen guten Tag erwischt hat. Vielleicht erwischt er jetzt seine Form. Verliert wieder den Ball, aber Schiedsrichter gibt das Foul. Glück für ihn. Glück für Neusiedl. Wie gesagt, Stegner ist angezählt. Da hinten in der Abwehr. Macht kein gutes Spiel für mich. Steinacher Spiel, findet die kurze Variante, Pippo kurz. Ja, das muss er einfacher machen, den Ball muss er sichern. Den Fehler hat er schon einmal begangen, aus diesem Fehler muss er lernen. Diese Bälle darf man nicht verlieren, dann läuft er in einen Konter. Aber wie gesagt, auch ein junger Spieler, Philipp Kurz, auch das wird er noch lernen. Nachher mit einem langen Ball, aber kein Problem für Koss. Der schmilzt schnell raus. Gute Spielverlagerung, ja, vielleicht doch nicht ganz so gut. Die Idee war gut, die Ausführung weniger. Steinacher macht es gut in der Mitte, aber hat keine Anspielstation in der Tiefe, muss immer wieder abdrehen. Ja, für Neusiedl natürlich extrem viel Laufarbeit, weil Austria das Spiel extrem schnell verlagert. Neusiedl natürlich gewähren lässt im Aufbau. Und diese Laufwege machen sich erst bemerkbar ab der 70., 75. Minute. Wenn man ein aktiver Spieler war, weiß man das, dass dann die Kraft etwas weniger wird. Wenn man den Ball hinterherläuft. Zakaria sucht das 1 gegen 1, macht es super, aber abseits. Da diesen jungen Mann würde ich ein Tor vergönnen, nämlich er spielt ein Riesenspiel. Hat er gut gemacht. Sikonia. Und es gibt Eckball. Auch beim Eckball alle Mann von Austria Wien im eigenen Strafraum. Keiner vorne. Wenn jetzt noch ein Spieler von Neusiedl kurz gehen würde, dann müsste ein Spieler von Austria Wien rausgehen aus dem 16er und bedeutet ein Spieler weniger im Zentrum. Passiert aber nicht. Somit
Kinzler mit seinem linken Fuß. Versucht das Spiel noch einmal zu verlagern, kommt aber nicht an. So, es gibt einen weiteren Wechsel. Es geht die Nummer 11. Für Neusiedl kein schlechter Tausch, weil für mich mit Abstand der stärkste Mann am Platz, aktuell mit Zakaria. Ja, Sie hören es, meine Damen und Herren, der letzte Wechsel bei Austria Wien mit Samuel Lanko, die Nummer 27, versucht für neuen frischen Wind zu sorgen. Aber wie gesagt, das kann auch für Zakaria heißen, dass er am Samstag im Kader der Einser-Mannschaft ist. Und dann ist es natürlich logisch, dass man ihn nimmt. Mukantir bietet sich an beim Dreieraufbau. Auf Kraft, der wieder zurück über die rechte Seite, über Okanakul. Mann, oh Mann. So, nun gibt es mal Platz im Mittelfeld, um anzutrippeln. Ja, guter Ball von Jan Gassmann von der linken Seite. Aber wie gesagt, Neusiedl geht die Kraft aus, überhaupt im Mittelfeld. Ja, kurz Philipp geht, viele Meter gemacht, das Tor zum 1:1. Und ich nehme mal an, es kommt die Nummer 22, Enguele Francis. Übernimmt die Rolle im Mittelfeld. Kraft löst es trocken und leitet damit auch einen Angriff ein. Und Weber klärt. Immer wieder sehr viel Ballverluste, das kostet natürlich Neusiedl Kraft, dieses ständige Hinterherlaufen. So, und jetzt eine gute Freistoßdistanz, das hat nicht gut ausgesehen. Dafür muss es mindestens gelb geben. Ja, auch bei Neusiedl. Nehmen wir mal an, dass auch er gehen wird. Hier wird es nochmal einen Wechsel für den SC Neusiedl
am See 1919 geben. Und ich nehme mal an, ich nehme mal vorweg, dass die Nummer 28 gehen wird. Ja, gute Freistoßdistanz. Da haben wir einige Spezialisten auf jeden Fall. Auch Saintürk Ali bei der Vienna kennt man das. Da hat er einige Freistöße versenkt. Man darf gewarnt sein. Ja, und das passiert der Wechsel, den ich gerade angekündigt habe. So, ich nehme mal an, Saintürk wird den Freistoß ausführen. Gehe nicht davon aus, dass Stornati einen Freistoß schießt. Würde mich überraschen. Ja, wird nichts, aber es kommt der zweite Ball, der kommt zu Stornati. Der auf Saintürk verliert den Ball an Weber. Nun muss er schnell gehen. Ja, neues Spiel mit der Nummer 8, Patrick Enz, für die Nummer 28, wie man im Hintergrund hört, Marcel Sikonia. Kraft zum Keeper. Leichte Pressing-Situation. Aus der Luft. Ja, aber immer wieder diese ersten und zweiten Bälle gehen verloren. Kein Problem natürlich für Siebenhandel. Ja, mehr als 15 Minuten bleiben uns hier noch. Erste Halbzeit, eine sehr torreiche Halbzeit. Der zweiten Halbzeit warten wir noch auf einen Treffer. Aktuell hat das Spiel etwas den Anfangsphasen des Niveaus verloren, an dem spielerischen Niveau.
Ja, gut gemacht. Von Mokandir. So, Stranate wieder am Ball. Der auf Zahlentürk, der sucht wieder das 1 gegen 1. War guter Ball von El Mokadir, starker Ball, ein ganz starker Ball. Ja, und Austria Wien läuft ein wenig die Zeit davon. Wie gesagt, 3 Punkte sind hier extrem wichtig, bevor man nach Amstetten fährt. Nämlich auch dort hängen die Trauben recht hoch in Amstetten. Ein unangenehmer Gegner. Und auch das direkte Duell um die Aufstiegsplätze. Ja, hat keine Anspielstation, muss abbrechen, spielt zurück auf Kraft. Der am Keeper retour. Das ist ein Pressingball. Diese Wechselbälle. Ja, Austria versucht, findet aber momentan keine Lücken in der Tiefe. Kommt nicht mehr so energisch in das letzte Drittel hinein. Bleibt im Ballbesitz. Der lange Ball von Siebenhandel. Aber wie gesagt, es kommt der erste Ball nicht wirklich an. Mokandir. El Mokandir macht auch ein gutes Spiel. Sein Türk mit etwas Ballglück. Gegen 3 Leute durch. Ja. Und das kann er, wie gesagt, extrem stark, 1 gegen 1. Und hier Lösung natürlich für einen Torhüter schwer zu halten. Und er steht in der 81. Minute 3:2. Ein verdammt wichtiges Tor. Hat er ganz stark gemacht. Lasst hier 3 Spieler stehen. Und wie gesagt, der Abschluss dann. Jeder andere Spieler haut mit 100 km/h drauf. Er nimmt die Innenseite und plattelt ihm ins Eck. Und nun wird es schwierig. Mal schauen, was Neusiedl noch zu bieten hat.
hier die letzten Kräfte noch mal zum Mobilisieren. Das Foul an Frank. Ja, schwierige Situation natürlich jetzt für Neusiedl. A, laufen sie natürlich gefühlte 82 Minuten den Ball hinterher. Und dann musst du mit einem Treffer in Rückstand noch einmal den Schalter umschalten, umlegen mehr oder weniger und sagen, okay, machen wir nochmal Druck. Schwierig, schwierig, wenn du so viel Energie verbraucht hast. Geht auch viel über die linke Seite dann bei Neusiedl, wo man auf der rechten Seite eigentlich eine Waffe hat mit der Nummer 18 in der Schnelligkeit, mit Weber. Bekommt wenig Bälle auf der rechten Seite. Und da ist der Mann. Ja. Idee gut, Ausführung schlecht. So, das Vater kommt, aber wenn er ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich von Platin TV, dass wir 5 Tore anbieten können, hier in der 24. Runde, bei diesem Duell. So macht ein Fußballspiel Spaß. Und vielleicht bleibt es auch nicht das Letzte. Es geht über die rechte Seite. Über Lanko. Ja, Austria jetzt auf sicher. Machen das natürlich schlau jetzt da. Versuchen hier diese 2 Spieler mit 4 Mann zu binden. Im defensiven Bereich. Kommt der lange Ball. Ja, noch mal ein gefährlicher Freistoß. Eine gefährliche Freistoßsituation. Zusätzlich gibt es mal die gelbe Karte für Sahin Türk. Und alle Mannen der Jungfeilchen im eigenen 16er. Der Ball kommt nicht schlecht.
den Keeper die Sicht verdeckt. Auch da muss man, da kann man nachdenken drüber, dass es nochmal faul ist. Siebenhandel geht nochmal auf den langen Ball. Ja, Neusiedl versucht nochmal alles hier, den Punkt noch mitzunehmen. Es gibt nochmal Eckball. Da wird kurz ausgeführt. Ball kommt zu Werner. Der lässt das Spiel zurück. Es gibt Einwurf für Neusiedl. Neusiedl kann sich festsetzen im letzten Drittel der Pfeilchen. Stonate mit dem Kopf. Frank gewinnt das Duell, macht es schlauer gegen Satzto Kinzel. Und nun gibt es die 2 gegen 2 Situation. Ah, etwas zu weit gespielt. So, Siebenhandel leitet den Gegenkonto an. Der Ball lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Tatsächlich, er gibt den Elfmeter. Das würde ich mir noch gern mal in der Zeitlupe anschauen. Wenn das wirklich ein Elfmeter war, dann war er sehr billig. 89. Minute und nun liegt es am Torhüter Mirko Koch, diese 3 Punkte zu retten. Ja, und er haltet, er pariert, er gewinnt das Duell und sichert wahrscheinlich der Austria diese 3 Punkte. Also so, aber es ist noch nicht vorbei. Werner kommt dabei. Mann, oh Mann, die letzten Minuten haben sie in sich, liebe Platin-TV-Freunde. Ja, auch im Hintergrund, die Neusiedl-Fans sind natürlich nicht ganz begeistert. Es gibt 2 Minuten nochmal für Neusiedl. Diesen psychologischen Knacks nochmal zu bewältigen und sagen, okay, wir riskieren nochmal alles. So, 7. Abschluss. Ja, Kos dreht jetzt ein wenig an der Uhr. Aber auch das gehört dazu. Frank gewinnt das Duell. Kinzel mit zurück zu Siebenhandel. Der Kapitän.
Ja, das dürfte es gewesen sein, nehme ich mal an, meine liebe Damen und Herren. Wir haben ein super Spiel gesehen, ein spannendes Spiel im wahrsten Sinne bis zur letzten Sekunde. Groß sichert den Jungfeilchen diese drei Punkte hier. Und die Neusiedler werden sich fragen, ob sie nicht einen anderen Elfmeter. Der Ball lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Ja, und er haltet. Er pariert, er gewinnt das Duell. Und sichert wahrscheinlich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Platin-TV-Freunde. Alles Gute. Lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Ja, und er haltet. Er pariert, er gewinnt das Duell. Und sichert wahrscheinlich da auch. Ball lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Ja, und er haltet. Er pariert, er gewinnt das Duell. Und sichert wahrscheinlich da auch. Der Ball lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Ja, und er haltet, er pariert, er gewinnt das Duell und sichert wahrscheinlich da auch. Der Ball lebt, kommt an. Beide Spieler. Jetzt bin ich gespannt, was Schiedsrichter hier gibt. Ob er den Elfmeter gibt. Ja, und er haltet, er pariert, er gewinnt das Duell und sichert wahrscheinlich da auch.